Yeah, I think so. That's So, bevor sie noch weiter drüber reden, was denn hier irgendwie passieren könnte, da hüpfen wir einfach rein, weil wir das ganz genauso gut einfach analysieren können. Sie reden die ganze Zeit drüber, was sie denn bannen sollen. Wie gesagt, es sind ja drei Kandidaten und nur zwei Bans zu vergeben. Es ist wie gesagt der Tinker, Meepo und natürlich Tiny IO. Das sind im Prinzip sogar vier, wenn man Tiny aus der ganzen Gleiche rausnimmt, sind es wirklich nur drei. Man hat aber halt nur zwei Bans und sie entscheiden sich auch hier in Spiel Nummer 2 für Tinker und Meepo. Mein Name ist Heflamoke, mit mir castet hier Aleria auf HeflerTV3. Wie gesagt, ESL hat zu unserem Verwundern und auch zur großen Enttäuschung keinen deutschen Cast zugelassen. Deswegen nehmen wir die ganze Sache in unsere eigene Hand sozusagen und casten das Ganze hier für euch mit einem Live-Feed von direkt aus dem Stadion. Das heißt, ihr verpasst nichts, nur der Cast sozusagen ist auf Deutsch hier im Spiel. Und das alles gesagt, hüpfen wir einfach mal rein in den Draft und schauen uns an, was passiert. Ja. Tag, ne? Da sind wir wieder. Und wir will. Oh, was für ein Zufall! Tiny Wisp! Oh. Ja, aber ich glaube eben, am Live-Feed habe ich auch gehört, das ist, also das zu bannen jetzt hier den Tinker, okay, kann man verstehen, Meepo, ja, aber das ist wirklich so konzentriert, ne, deren hier Main Heroes rauszunehmen, weiß ich nicht. Und Fnatic ist halt auch ein Team, hat der Malek gerade eben gesagt, die sind die das meistversierte Team, haben in 47 Spielen wie 76 Helden genommen und also probieren halt wirklich alles aus, ne? Ja, absolut. Aber wie gesagt, Vici hat aus Game Nummer 1 die Schlussfolgerung gezogen. Ja, man kann sagen, nicht gelernt oder sie wählen einfach das kleinere Übel. Aber ob IO Tiny wirklich das kleinere Übel ist, da möchte ich mich ein bisschen mit Vici sozusagen streiten. Weil, ja, also ich hätte dann doch lieber zum Beispiel einen Meepo durchgehen lassen, anstatt halt den Tiny. Das heißt, wir haben das gleiche Bild, so wie letztes Spiel, mit dem Unterschied, dass jetzt Doom hier rausgebannt ist und auch Void nehmen sie raus. Das heißt, zwei große Ultimates, die für Vici Gaming gut funktioniert haben, kommen raus und Vici entscheidet sich für einen Lycan. Das heißt, da haben wir wieder ordentlich Push-Potenzial und natürlich einen Hero, der ordentlich rein transition kann in Damage. Das heißt, die Wölfe am Anfang werden eine ganze Menge Schaden machen. Wir haben Howl fürs ganze Team, auch wenn es in 6.81 genervt worden ist. Nichtsdestotrotz, wenn er ordentlich XP kriegt, das Howl in 4 Punkte drin ist, dann noch genauso stark wie in 6.8. Und ja, also Vici Gaming wieder mit so einer Pushing-Strategy und ehrlich gesagt, ich hatte gedacht, in Game Nummer 1 kriegen sie das durch. Wir hatten so in der Mitte des Spiels, hatten wir so eine Phase, wo Fnatic eine ganze Menge Tower und alles drum und dran weggegeben hat und wenn es nicht dieser absolut geniale Roshan-Fight gewesen wäre, dann denke ich, hätte Fnatic eventuell sogar Probleme gekriegt. Aber schauen wir uns das Ganze nochmal weiter an. Wie gesagt, Tidehunter kommt jetzt raus. Also, da haben wir unseren Offlane-Kandidaten. Sehr super tanky übrigens. Hero, super gebufft natürlich jetzt in den neuesten Patches. Anchor Smash ist einfach nur eine furchtbar unangenehme Ability, weil sie einfach schon mit dem ersten Punkt minus 60% gibt. Skaliert halt wirklich richtig gut. Und daher, ja, Ravage noch oben drauf. Schauen wir uns mal die zweiten Bans an. Übrigens sehr klasse auch gegen, also finde ich, mit dem ersten Pick, Lycan, muss ich ehrlich sagen, ist erstmal ein Radiant Lycan. Ist er doch, ne? Ist Radiant Lycan, wenn ich das so, ja, ist es. Weiß ich mag Lycan nicht, finde ich, ich finde den Helden ziemlich leicht rausnehmbar, aber werden sehen, was sie machen. Dafür aber Tidehunter, absoluter Wahnsinn. Der Held ist super stark gegen Tiny und IO, absolut Hammer, weil Relocate, Puff, Anchor Smash, ne, 60% weniger Damage, aber das Wichtigere hier ist, wenn der Tidehunter die Ravage macht, wenn du hast nämlich, das ist der perfekte Counter-Initiator, du hast mit Tiny und IO so eine super Initiation, ja, du gehst, sagen wir mal, mit zwei Leuten in der Mitte, fängst du an zu goen, ja, und dann kommst du mit dem mal angerelocated, jetzt haben wir aber einen Tidehunter, der da, den das, die Suppe verderben kann, ne, weil, absolut Knüller, Ravage und dann kommt alles raus und es ist vorbei. Ja, das größte Problem am Lycan hier ist, du sagst, das einfach rauszunehmen, aber meiner Meinung nach, wenn der Lycan entsprechend einen Farm kriegt und eine BKB hat, nichts kann den Lycan stoppen. Der wird sich einfach an den Supports von Fnatic bedienen, vor allem am IO und jetzt auch noch obendrauf Skywrath-Mage. Also Fnatic geht jetzt hier wirklich auf sozusagen Mirror-Match, das Ganze
kopiert im Prinzip, was sie in Spiel Nummer 1 hatten, und Vici Gaming macht da jetzt einen Schlussstrich drunter, weil die Mirana war auf Excalibur, like in Excaliburs Händen sozusagen in Spiel Nummer 1. Aber nichtsdestotrotz, also Skywrath Mage hatte wunderbar funktioniert im ersten Spiel, warum nicht nochmal? Hier in der zweiten Bunstage, wie gesagt, du hast da noch nichts drüber gesagt, der Partner kommt raus. Das ist auf alle Fälle also ein bisschen Push-Potenzial weggenommen von Vici, und sie wollen in der Mitte auf keinen Fall in OD sehen. Ist zu verstehen. Vici Gaming, nachdem sie die Mirana gebannt haben, oder beziehungsweise nachdem sie den Mirana picken wollten, haben sie den Razor rausgenommen. Das wäre eventuell ein Kandidat gewesen für Excalibur, und obendrauf noch ein bisschen Dschungelpotenzial weggenommen mit der Enchantress. Also ich hätte die Enchantress ehrlich gesagt nicht für Infernetics Lineup gesehen, gerade weil eben Mr. Big Daddy Note hat ja schon einen Wisp und dadurch kein Chen, kein Note. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, warum sie den OD da bannen. Muss ich, glaube ich, auch nicht verstehen. Vor allen Dingen, wenn die dann wieder Tiny Wisp in die Mitte setzen. Ne? Ja, OD. Naja, trotzdem, du, Tiny's Mana Pool ist sehr, sehr gering. Also du kannst, das nützt dir alles nichts, wenn du einen Wisp hast hinter dir, der dich die ganze Zeit mit Mana und HP versorgt, wenn dein Mana Pool dann nur noch aus 50 Mana oder so besteht. Also ja, die Kombination rauszunehmen. Plus natürlich, du kannst mit Defensive Astro Imprisonment kannst du eine ganze Menge machen. Gerade wenn Tiny halt so ein Focus-Target hat, kannst du ihn damit umherkiten, kannst du Ports retten und so weiter. Oder halt zum Beispiel, sag mal, wenn halt so ein Relocate kommt, ohne dass die BKB vorher schon existiert, dann kann halt ohne Probleme zum Beispiel Io oder Tiny halt Astro Imprisonment kriegen. Daher, ich kann das absolut verstehen, und jetzt schaut es mal an, was sie auf der anderen Seite machen. Also Fnatic kopiert immer noch das Lineup von Spiel Nummer 1. Trixie wird hier wieder den Center Warner kriegen, und auf der anderen Seite Mirana kriegt jetzt den wunderbaren Partner Shadow Demon. Bittere Pille. Vor allen Dingen ist das ja wirklich also mit Shadow Demon ist das undodgebar, weil du den Arrow so setzen kannst, wenn er aus der Disruption rauskommt, dass er quasi in dich reinfliegt. Das ist also auf jeden Fall, wenn du das richtig timest, schon eine hundertprozentige Nummer. Auch an sich Shadow Demon finde ich wirklich super stark, vor allen Dingen, wenn der, ich weiß nicht, wer seine Hände drauf bekommt, aber wenn du wirklich schnelle Hände mit dem Shadow Demon hast, ne, dann ist auch wieder Counter-Initiation, ne? Du disruptest entweder Ayo oder Tiny oder was auch immer, da, wenn die da versuchen, auf dich zu gehen. Und dann war's das auch schon. Also ich bin definitiv, finde ich VG's Gamings Lineup stärker als letzte Runde. Absolut klasse. Und mir gefällt auch, ehrlich gesagt, nicht so wirklich, was Fnatic da gerade macht mit diesem Mirror-Matchup. Weil du kannst halt, ja, du kannst, das ist wie deinem Gegner in dem Krieg einfach deine Strategie vorzugeben. Du kannst dich darauf vorbereiten quasi. Ja, ne? Dem kann man aber entgegenhalten, der informatische Grundsatz, never change a running system, das würde hier natürlich auch funktionieren. Wie gesagt, sie haben alles, was sie letztes Spiel hatten, außer die Mirana, und es hat funktioniert, und es ist jetzt nicht so, dass die Teams jetzt irgendwie überrascht sein müssen von der Strategie als solches. Das Laning wird klar sein für VG, die Heroes sind klar. Die einzige, wirklich das große Fragezeichen ist, was der fünfte Bann, der fünfte Pick ist. Sie haben nur noch 10 Sekunden Zeit, das heißt, sie müssen sich hier sputen, und Slark ist es. Also Excalibur kriegt den Slark und ja, das ist wunderbar. Also Slark passt bitter. Genauso gut wie die Mirana. Aber wie gesagt, Moonlight Shadow war zwar sehr schön angewendet, letztes Spiel. Naja, schauen wir mal. Slark, wie gesagt, hat halt ein bisschen mehr Potenzial als die Mirana, meiner Meinung nach. Muss aber halt auch wirklich damit leben, dass er, wenn er ordentlich gestunt wird, zum Beispiel von einem Arrow und so weiter, kein Darkpack rauskommt, dann stirbt er auch relativ schnell. Aber schauen wir mal. Ich wollte gerade sagen, du musst, also ich finde es lag in diesem Lineup auf jeden Fall wundervoll, vor allen Dingen, weil du halt eben mit dem Dark Pact, ne, was haben die an Lockdown? Die haben einen Shadow Demon, der sich disrupten kann. Ja, wundervoll, ne? Ist dem Slark ja relativ schnuppe. Du hast halt dann noch den Arrow, bringt ein Dark Pact was? Ja. Einfach mal dispelled. Und dann noch, finde ich auch, ich weiß jetzt nicht, ob der das deswegen gepickt hat, aber der Lycan, der hat absolute Probleme mit Slark, weil der normalerweise, wenn du mit Lycan auf jemanden gehst und siehst, oh okay, das ist ein bisschen zu viel, papp, ne, läufst du schnell mit deiner Ulti weg. Aber wenn der Slark dich anspringt, ja, dann kannst du nicht mehr laufen. Ja, ich der Pounce hält Lycan auf alle Fälle in Position. Und vor allen Dingen Stats, ne, die Stats, die er sich dann noch snackt. Letzter Pick, Ember Spirit, finde ich, habe ich lange nicht mehr gesehen. Ist interessant. Ja, wirklich. Ich habe gestern zwei Ember Spirits gecastet in unterschiedlichen Szenen. Einmal in einem CIS-Game und das andere war ein South American-Game.
Der ist ja wirklich nicht, also seitdem Ice Fraud den genervt hat hier, ne, Sleight of Fists macht ja nicht mehr so viel Schaden. Seitdem das passiert ist, ist der dann relativ Ja, schnell ja, raus aus der raus. Szene gedrückt worden. Aber er ist immer noch Genau. stark. Ist immer noch, Also. sehe ich auch so, sehe ich auch so. Aber halt in bestimmten Kombinationen, würde ich halt sagen. Du brauchst halt wirklich so ein gutes Setup, wo er halt gut reinpasst. Und VG Gaming hat anscheinend gedacht, ja, ist gut. Skywrath Mage, ja, nicht so wirklich erfolgreich gegen Ember Spirit, ne? Wenn er das Schild maxt, 500 Damage, die da geblockt werden, das ist auf jeden Fall auch schon nicht Aber gerade ohne. trotzdem, er muss halt gegen eine Double. Gegen eine Mitte. Dual Lane in der Mitte Oder glaubst du, ankommen. Und die Super wird da schicken eine richtig schwere Zeit haben. Tyler in die Mitte? Meinst du? Kann das? Ne, Tyler ist halt eine Hard Carry, ne? Ist Nummer 1 von Na, denen. Super Ah, wird in die okay. Mitte gehen. Aber die Frage ist halt, ob da eventuell noch irgendwas mit um ihn drumherum gestellt hat als Backup. Also spätestens Level 4, 5 wird er Probleme kriegen, weil auch mit Flameguard-Build und so weiter wird er dann nicht viel machen können. Aber wie auch immer, wir stellen die Teams ganz normal vor. Jeder müsste es ja eigentlich kennen, aber nichtsdestotrotz, Fly spielt wieder den Skywrath Mage. Natürlich Big Daddy, aka No-Tail, auf seinem geliebten Hero Wisp. Dadurch, dass jetzt Excalibur im Team ist, kriegt er den sogar mal zu spielen, weil sonst ist eigentlich Wisp ja immer der First Bun gegen Fnatic. Excalibur, jetzt, wie gesagt, normalerweise überzeugt er mit seinem Meepo und seinem Tinker. Letztes Spiel Mirana, nicht so den großen Impact gehabt, war halt ein Faktor im Spiel, aber war jetzt nicht der MVP sozusagen. Das hat dann wirklich Hani durchgezogen. Nichtsdestotrotz, er spielt jetzt hier auf dem Slark. Hani, wie gesagt, in der Mitte und Trixie kriegt den Offlane Center. Ja, kommen wir zu VG Gaming. Super, auf dem Ember Spirit in der Mitte. Wir haben FY auf der Mirana, Fenrir auf dem Shadow Demon. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die. Kann sein, dass die beiden da eher die Roaming-Rolle übernehmen, aber kann auch genug sein, dass sie da Nein, das wird eine Dual Tri-Lane. Top, Die gehen in eine Tri-Lane Tri-Lane, du Top. hattest Okay, recht. Tri-Lane Top. Super geht in eine Tri-Lane und Oh. Scylla nimmt die Mitte. Scylla, ja, Scylla, ne, dann geht Scylla in die Mitte, auf dem Lycan und wir haben auf der Safe Lane OTK mit dem Tidehunter 1 gegen 1 gegen Trixie. Oh, Trixie, mein guter Freund, du wirst definitiv, also ich muss sagen, Tidehunter ist auf einer Dual Lane, Offlane auch schon wirklich richtig, richtig stark. Wenn der Titan ist einer Gegner, der besten ja, das Offlanes ist der Hammer, derzeit. wenn der Gegner einen Ist Melee Carry Wahnsinn. hat, ne? Der Anchor Smash Oh, und aber dann. schau mal, sie finden Mann. hier Flyer, da kommt der Arrow direkt geflogen, aber connected nicht. Das war ein großer Fehler von ihr, FY. Da kommt noch der Howl oben drauf. Jetzt versuchen sie da reinzugehen, aber damit natürlich mit den ganzen Illusionen eine ganze Menge Damage. Aber jetzt haben Blanch. sie ein großes Problem. FY wird hier auf alle Fälle down FY. gehen, oder? Oder Oh, die wird Jukes. Jukes, die Jukes of his Jukes. life. Er juckt sie. Er hat sie tatsächlich gejuckt. Ich meine, die hast doch, das war doch Sonnenlicht und du hast doch gesehen. Ja, egal. Aber er Gejuckt. versucht sich hier zu denyen und Ja, na, wundervoll. schade. Die Neutrals kriegen den Kill. Kein First Blood gefallen, schade. Also die Jukes waren wirklich richtig gut War als gut, ne? Aber solches. auch gleichzeitig Missplay, ne? Hat das Missplay wieder gut gemacht mit den Jukes, weil Arrow leider Gottes nicht getroffen. Naja, sie verlieren trotzdem Zeit, wenden eine ganze Menge Mana an, etc. etc. Also, VG, wie gesagt, also ich weiß nicht, ob sie hier aufgeregt sind oder ob sie mit höherem Ping gewohnt sind zu spielen sozusagen. Also der Error hätte War schlecht. eigentlich sitzen Ja. müssen mit dem Howl auf den Illusions etc. Das wäre ein hundertprozentiger Kill gewesen. Aber natürlich, wenn du deinen Arrow verfehlst, dann kannst du nicht viel machen. Sei dann in der Mitte hier. Naja, gibt erstmal Hani richtig einen auf den Date sozusagen. Aber jetzt ist No-Tail wieder da. Und Da naja, muss es macht ist. sich aber ganz gut, ne? Also der Sylar hier mit 8 Last Hits gegen die Wisp-Tiny, Entschuldigung, gegen die Wisp-Tiny Combo ganz okay. Excalibur oben gegen eine Tree Lane, der ist auch schon Level 3, ne? Also er macht das glaube ich ganz gut. Arrow fliegt, connected nicht. Ihr solltet doch schon euer Setup nutzen, liebe Freunde, wenn ihr ein SD habt. Roam jetzt gerade in die Mitte zu Wisp-Tiny, dadurch ist der Excalibur hier solo gegen den Super. Schauen wir mal, ob sie was da machen können. Hani ist sehr aggressiv, Wisp ist weg, ja, das wird der Kill, oder? Hani gesehen, Creeps folgen ihm. Oh, schön gedodged, hat er richtig gut gemacht. Früh Ja, ist genug er gesehen, schön direkt zur Seite gelaufen. Wie gesagt, richtig. müssen wir uns einfach mal die Lanes anschauen, wie es läuft. Also 9-0 derzeit für Trixie, während dem RTK hier halt 9-2 hat. Also hält sich ganz wacker auf der Lane. Jetzt kommt hier Fly rein, wird eine ganze Menge Harass auf den Titan machen, aber in der Mitte haben wir hier ein Go. Da warte ich nur noch auf Disruption, auf irgendjemand und ich denke, ja, sie werden auf No-Take kommen. Oh, Aber No-Take, ah, sehr schön. was für Micro da ein die Play! Illusions. Das heißt, Wahnsinn! keine freie Schussbahn für den Arrow. Wunderbar gemacht. Wundervoll, also das war wirklich, bevor er wusste, er hatte die gerochen, dann schön noch die Illu gepoppt, bevor der disrupted wurde. Richtig gut gespielt, sehr gut gemacht, Big Daddy. Das war definitiv ja, ein super Play. Ja, absolut. Und wie gesagt, hier in der Offline
wie gesagt, RTK hat jetzt erstmal hier Besuch gekriegt. Da kommt jetzt noch ein Level 2 Double Edge durch. Aber wie gesagt, minus 60%. Die Right-Clicks kommen da nicht durch. Und schau dir mal an, mit was der Titaner bewaffnet ist. Er hat zwei Stacks Tango plus Salve obendrauf. Das heißt, er hat so viel, durch das er durchfressen kann. Und ja, ist schon wieder fast voll HP. Und, was ja. Ich auch hier ganz, ich weiß jetzt, ich verfolge das leider Gottes nicht zu oft, werde ich aber jetzt dafür definitiv ändern. Zwei Punkte in Krakenschnell, zwei Punkte in Anchor Smash, Krakenschnell auch. Eis-Eis-Eis-Bild. Das ist der Hammer, also der treibt dich ja zum Wahnsinn, dieser Spell, wenn du, sagen wir mal, jetzt in deinem Pub bist, ne? Du stunlockst den und dann kommt der Patz-Krakenschnell, dann gibt's noch mehr Schaden, Patz-Krakenschnell. Man kann diesen Helden, wenn der gemacht ist... Wir haben ein Go hier auf Trixie und diesmal trifft der Arrow, das ist die Frage. 1, 2, 3, ja, der trifft. Anchor Smash ist oben drauf. Nicht zu viel Schaden, aber Trixie kommt hier halt nicht raus. Ist noch ein Hoofstorm, um ein bisschen Damage zu reduzieren, aber Mirana nicht genug Schaden. Und jetzt der Trixie versucht hier nochmal reinzukommen. Und am Ende Tiny kriegt in der Mitte den First Blood auf Siler, während dem das Ganze hier unten losgeht. Aber trotzdem, Trixie überlebt hier. Das war natürlich, das ist so ein bisschen der Nachteil von dem Krakenshell Anchor Smash Build. Weil du hast halt keinen Gush, kein Slow, kein Minus Armor und du siehst auch gerade, entschuldige, dass ich dich unterbreche, du siehst aber auch gerade, ne, jetzt wo du es ansprichst, Gush wird auch sofort geskillt. Hat auf Level 5 den Gush und nicht Level 3 Anchor Smash, ja, du auch gerade gesagt komisch. Hast. Also. Der skillt ihn aber nur, weil sie jetzt nochmal gehen wollen und da Arrow fliegt jetzt hier, Trixie kann ihn nicht blocken, aber oh, ist gedodged. Also FY, oh, und Double Edge sozusagen und jetzt ist die Frage, oh, er wird hier gebodyblockt, da kommt aber Big Daddy rein und jetzt ist die Frage, versuchen sie irgendwas zu kriegen, FY, Super Low, die Spirits fliegen und sie, ja, Notel kriegt ihn, bezahlt aber höchstwahrscheinlich mit seinem Leben hier, das ist das große Problem, er bottelt sich ab und Tether raus, wunderbar gemacht. Ja, auch gut gespielt, fand ich auch, oh, das gibst du doch, also der Attempt von Fenrir, fast MVP in der Nummer, der hat doch den Level 1 hier, Shadow Poison versucht raus, ich weiß nicht, das war absolut knapp, hat überlebt, aber ja, schade, ne? Ja, aber Trixie kommt jetzt hier rein, eventuell versuchen sie wieder was auf den Titan oder vielleicht ist es einfach nur, um XP zu soaken, weil das Problem ist, Fly hat nicht zu viel Mana, da kommt, könnte eventuell Concussive Shot kommen, ah, da ist der Stun, er ist noch mit drin, Double Edge ist wie gesagt, jetzt Level 3, das ist eine ganze Menge, aber sie fordern halt, wie gesagt, nur von dem Titan die letzte Region sozusagen raus, er hat ein Tango, läuft noch, zwei hat er noch. Und naja, also zwei Stacks Tango und eine Salve geht schon durch. Am Ende hat Fnatic zwei Kills. Wie gesagt, das sagt zwar drei, aber das war nur der Deny von FY. Am Ende nichtsdestotrotz, Fnatic holt sich den First Blood. Das war natürlich ganz wichtig. Und die Action hier auf der Offline ist auf alle Fälle wert, das Ganze anzuschauen. Jetzt Titan er natürlich Level 6 und mit der Ravage können sie einiges passieren lassen. Ja, sehe ich auch so. Sehr gut. Vor allen Dingen, was Fnatic auch fantastisch hier macht, ist deren SD und Mirana kommen wundervoll zu die 9. Ich weiß jetzt nicht, ob der FY gerade einfach nur ein richtig schlechtes Spiel hat oder. Oh, da wird auf Siler gehen sie wieder auf Siler, aber Avalanche verpasst einfach die ganze Sache und damit kommt nur der Toss Damage raus. Oh, da würden die Wölfe zum Arresten, aber die hier, FY war auch da mit einem Arrow, um das Ganze da, glaube ich, auch aufzuhalten, wenn er weiter. Entschuldigung, wir sind auf dem deutschen Stream, wenn er weiterverfolgt worden wäre. Ja, um nochmal darauf zurückzukommen, die machen das wirklich sehr gut. Also der FY, der hat gerade, also da waren schon zwei Arrows, die waren ziemlich, also mit der Combo hat nicht funktioniert, ne? Und das wird von Fnatic hier ganz gut denied. Jetzt vielleicht Trixie, yep, TP. Go, aber oh, Ravage wird angewendet. Da ist der Arrow. Na, Arrow kommt noch nicht raus, den heben sie sich noch auf. FY versucht in Position zu gehen, aber diesmal trifft der Arrow endlich und natürlich Soulcatcher oben drauf. Das heißt, ja, da kann Trixie überhaupt nichts machen. Versucht noch die Double Edge durchzukriegen. Kriegt er auch sogar noch. Also sein letzter Atemzug war zu sagen, nur noch um ein bisschen Damage zu machen. Trixie geht down und der Tidehunter, der wird auf alle Fälle gefährlich. Oben, oben, der Super wird gerade angegangen von dem Excalibur. Pound, nein, wird nicht weitergemacht. Oh, Excalibur, wird das knapp oder wird das knapp? Ja, Ulti ist an. Die verfolgen ihn und die Fire Remnant, der war da und ist ganz easy peasy wieder zurück. Verabschiedet sich jetzt in die Base und kommt dann mit seinem Remnant einfach wieder zurück. Also er hält sich hier relativ gut auf der Lane, während dem halt Slark hat halt wirklich die Region Probleme. Er muss jetzt erstmal out of sight gehen. Ist aber auch Level 6 hoch regeneriert. Das finde ich
OP, was heißt OP, also das ist also wirklich richtig stark an dem Helden. Du brauchst ab Level 6 im Endeffekt keinen Region mehr, hat aber auch eine Salve im Petto, wenn wenn es mal zu viel wird. Ja, und er versucht aber hier auf FY zu gehen, aber oh, die Chains verpasst er. Und jetzt versucht er trotzdem noch eine ganze Menge durchzukriegen mit seinem Flameguard-Damage und es reicht natürlich. Das ist absolut genial. Excalibur kommt jetzt hier rein, sucht eine ganze Menge Damage zu machen. Stitcher war oben drauf und jetzt, oh, nochmal. Wunderbar gemacht, vielleicht mit einem... Ah, das wird was, das wird was. Der Pounce, der Pounce verfehlt. Aber trotzdem, Slug ist... Sie kriegen ihn als Return-Care, ja, wunderbar gemacht. In der Mitte jetzt hat Trixie erstmal seinen Stun verpasst auf die Mirana. Das ist natürlich schade. Nichtsdestotrotz, also ein Ember Spirit, der die ganze Zeit dort farmt, gegen einen Skywrath Mage zu traden, kann man auf alle Fälle machen. Ist, würde ich als Vorteil hier auf alle Fälle für Fnatic werden. Vor allen Dingen, weil Excalibur den Kill gekriegt hat. Ja. Sehe ich auch so. Also das war ziemlich gut gemacht, definitiv. Viel Action in diesem Spiel, definitiv. 3-4 steht es momentan in Favor für Fnatic, obwohl der eine Kill, wie du schon gesagt hast, ein Deny war. Von daher im Endeffekt 3-3. Was haben wir jetzt? Der Trixie, jetzt gerade in der Midlane, soaked ein bisschen Experience. Tiny macht mit dem Wisp ein paar Stacks im Woods, während Schlag schön verteidigt vom Skywrath im Rücken da weiterfarmt. Ja, Hardy versucht halt hier mit den Stacks ein bisschen Flashfarm zu betreiben. Und natürlich Big Daddy hilft dann mit den Wisp Spirit obendrauf noch. Und das ja, wie gesagt, da ist wieder dasselbe Ziel. Drums sind fertig. Nächster Schritt ist dann direkt rein ins Arcanum Scepter. Und jetzt haben wir erstmal hier ein TP von Excalibur direkt rein. Und oh, wunderbar, Spiel okay, obendrauf, aber die Ravage. Und jetzt sehen wir genau das, was ich gesagt habe im Draft. Der Lycan versucht sich durch, hier No-Tail durchzufressen. In der Zwischenzeit, Tidehunter geht down, aber Lycan holt sich wenigstens Big Daddy. Jetzt ist die Frage, kriegen sie in irgendeiner Weise noch den Stun? Jetzt kommt hier hinten rein, noch wie gesagt, Ember Spirit. Wird aber getost und dann muss er sich zurückziehen. Jetzt, oh, Disruption, Arrow und... Oh, trifft wieder nicht! Oh. FY, was machst du denn? Was Trixie, ist denn da los? Wie gesagt, jetzt mit den Chains und sie kommen alle zurück, aber FY, das ist jetzt das dritte Mal... Ja, das dritte Mal, dass du den Arrow verpasst. Es ist absolut game-entscheidend, muss man einfach so sagen. Also, seine Performance hier ist grottenschlecht derzeit, muss man einfach so sagen. Ja, also das ist wirklich, ne, bisschen mehr Konzentration, lieber FY, weil du deinem Team gerade einen Core verpasst hast, mein Freund. Also das ist wirklich Shadow Demon Disruption. Ich glaube, leichteres Setup wäre noch Bane gewesen. Aber ist ja auch schon leicht, ne? Da muss ja, er, wie du schon gesagt hast... sehen wir eventuell hier ein Go auf irgendwas. Harnik versucht da was reinzukriegen. Avalanche trifft hier auf den Ember, da ist der Toss. Eine ganze Menge Damage, aber mit Slider Fist und... Oh, sie kriegen ihn das noch. Big Daddy holt sich die Kills hier und... Oh, Excalibur hält Styler hier in Position. Sitchel oben drauf und das ist noch der zweite Kill hinterher. Alle zwar super low, aber nichtsdestotrotz Tower verteidigt und es reicht. Die Wölfe werden das nicht mehr schaffen, gegen Hani irgendwas zu machen. Zwei Easy Kills für Fnatic. Sie müssen zwar zurück und sich regenerieren, aber who cares? Tower lebt und zwei Cores, die zwei Cores von VG sind zwei down. Wichtigsten Cores, also das ist wirklich, läuft gerade nicht sehr gut für VG Gaming, auch wenn die Grafen was anderes sagen. Wir haben einmal auf dem Gold-Grafen, das ist alles ausgeglichen und dem XP-Grafen ist auch relativ ausgeglichen. Aber ich denke trotzdem, dass Fnatic hier so ein bisschen die Schau mal, Top. Trixie, FY stehen im Prinzip nebeneinander, aber keiner hat so richtig Ahnung, wer denn wo wirklich steht. Sie wissen es absolut nicht. Und jetzt ist halt die Frage, kommt da eventuell ein Relocate rein? Relocate wäre ready. Das heißt, oh, Relocate kommt aber top. Und ja, sie wollen wieder den Titan haben. Diesmal keine Ravage und damit easy peasy kill. Und Excalibur immer dabei. Und jetzt, oh, Trixie, jetzt die Frage. Arrow trifft oder nicht? Diesmal trifft er. Das ist jetzt der zweite, der connected. Aber jetzt, er tippt sich instant raus. Da ist aber genug Damage da. Also Trixie stirbt hier als Return, aber jetzt Excalibur geht immer noch rauf auf den Ember. Der ist erstmal gesigned, Sitchelt oben drauf, aber oh, Excalibur, kein Shadow Dance. Damit geht er down. Das war ein großes Missplay und am Ende auch das Projector hier von Fly, was noch am Fliegen war, schafft sich den Ember down zu kriegen. Ja, das war ein bisschen zu greedy. Da hat Excalibur einen Fehler auf alle Fälle gemacht, hier unter den Tower zu gehen.
Sehe ich auch so. Also er hat auf jeden jetzt Fall. Ember gegen Wisp und ja, Ember holt sich die Regeneration Rune. Einfach nur ein bisschen schneller. Und Vici Gaming jetzt hier, der erste richtige Push kommt sozusagen raus mit Mirana, Tidehunter als Backup. Ravage müsste wieder da sein. Jetzt kommt Howl oben raus. Ja, Ravage ist da, Level 1. Der Howl und jetzt müssen sie einigen Schaden auf den Tower machen. Aber in der Zwischenzeit, Tiny vergeht sich auch an dem Tier 1 Tower in der Mitte. Da kommt der Ember mit der Region Rune und holt. Oh, der Tiny damit mit TP. Wer kommt da? Oh, und es wird denied. Es wird denied. Hani, Greed is bad. Geiz ist geil. Das stimmt einfach nicht. Und jetzt eventuell Relocate raus. Nein, noch 10 Sekunden fehlen da. Und oh, wieder die Chains auf alle beiden. Aber muss aufpassen, weil Avalanche Toss ist ready in 2 Sekunden. Das heißt, ja, Notale suicided hier. Aber in der Zwischenzeit hat sich Slark hier erstmal den Shadow Demon geholt. Und jetzt geht er noch weiter hier mit Shadow Dance auf. Super. Und oh, die Chains verpassen hier. Erstmal schöner Silence auf die Mirana. Und ja. Ember geht down und Mirana oben drauf. Also am Ende haben sie da wirklich sozusagen das Glühbirnchen geopfert und kriegen 3 oben drauf. Hat sich auf alle Fälle gelohnt für Fnatic. Auch wenn der Tower denied geworden ist, ich glaube, das war so eine leichte Tower-Bait, die da benutzt haben. Ne? Der Shadow Demon TP'd da rein. Mirana kommt dann auch noch auch von unten. Die waren nicht unbedingt auf einem Haufen, sprich, die waren noch relativ weit voneinander entfernt, deshalb konnten Fnatic da, glaube ich, so die obere Hand aus dem Kampf gewinnen, weil die dann, ja, die waren halt gegartert, ne? Die waren zusammen und haben dann schön sich den Shadow Demon zuerst geholt, dann, ja, den Ember Spirit und die Mirana zuletzt haben sie wundervoll gemacht, jetzt haben wir wie die Gegenzug. Ja, Howl ist da, die Wölfe sind draußen, Titan ist wieder da, Ravage ist immer noch bereit. Wird das also, Tier 2, wird das Tier 2? Nein, er wird auf den Wisp gehen. Oh, Big Daddy erstmal wird hier gefunden und auch auf dem Weg. Da kriegt er aber den Stunner, kriegt er noch den Gush, Anchor Smash oben drauf mit dem Soulcatcher, der zerplatzt einfach. In der Zwischenzeit haben wir natürlich Excalibur, der den anderen Tower pusht, aber wie gesagt, da fehlt auch ein bisschen die Creep Wave hinten rein und am Ende, ob Vici Gaming jetzt hier auf den zweiten Tower noch gehen wird, ist so die Frage, ob sie sich zufrieden geben. Da fliegt ein Arrow, trifft aber erstmal gar nichts. Falls Vici Gaming sich dafür entscheidet, müsste Fnatic definitiv, also für Tier 2 vor Tier 1 finde ich, ist absolut nicht worth it. Tier 2 sollte man doch defenden und wir sehen auch gerade, Vici hat sich zurückgezogen. Oben Ember Spirit, schön am Farmen. Mirana und Shadow Demon laufen zu dritt mit dem Sylar und ich glaube, ja, Sylar scoutet mit den Wölfen den Excalibur aus, bleibt erstmal versteckt, sprich, möchte sich nicht zeigen, weil sie auf den Excalibur gehen möchten mit dem mit der Shadow Demon. Der hat aber einen Blinkdagger, der Blinkdagger natürlich von den Wölfen wäre disabled. Jetzt kommt so ein Arrow raus, aber sofort Shadow Dance, just in case sozusagen, damit absolut safe einfach raus. Schön Safe Play von Excalibur, hat wunderbar gemacht. Meanwhile, Honey und Notale wieder die Woods am Zerräumen. Spielen gerade Förster, holen sich die ganzen Creeps, damit der Honey in ungefähr 2 Minuten, wenn das so weitergeht, sein Arganims hat und dann wird Five Man Tower, Tower, Tower. Rex, Rex und Roshan. Ja, das größte Problem ist aber jetzt für Fnatic, es steht wirklich ein Tier 1 gegen Tier 2 Trade an und die Frage ist, ob Fnatic hier von dem Tier 1 Tower ablässt, auf den Tier 2 geht. Das Problem ist hier, schaut es an, Hau, 2 Wölfe, ein Seiler oben drauf, da kommt ein Arrow, trifft gar nichts. Jetzt gehen sie auf Excalibur, er hat keinen Shadow Dance, das ist natürlich ein großes Problem. Jetzt kommt, ja, geht raus, nichtsdestotrotz, Tower ist down, aber auch der Tier 1 stirbt natürlich. Nichtsdestotrotz, es ist ein Tier 1 Tower für ein Tier 2 und Excalibur geht jetzt hier wieder zurück, hat immer noch, oh Gott, Excalibur, jetzt, und im Darkpack kommt er raus, aber er hatte noch 5 Sekunden mit dem Shadow Dance, auf die hätte er noch warten können, das war ein bisschen zu greedy, bezahlt das zweite Mal hier für seinen Guides, das ist es wirklich nicht wert, also Tier 1 für Tier 2 und Excalibur sterben, jetzt schmeißen sie Trixie auf den Ember und oh, schöne Defensive Disruption, da geht überhaupt kein Damage durch und Remnant oben raus, ist noch Demonic Porch drauf auf Trixie, der wird auf alle Fälle downgehen und Tidehunter zieht sich jetzt erstmal zurück, natürlich keine Ravage, aber jetzt Ember Spirit kommt wieder rein. Note ist das nächste Tag und jetzt Hani ohne Wisp, das ist natürlich ein großes Problem. Oh, jetzt versuchen sie noch, ja, wunderbar gemacht. Skywrath Mage kriegen sie, nur der Toss finisht den Titan, aber Tani jetzt absolut alleine. Kriegt jetzt aber noch einen schönen Return-Kill, eventuell noch auf Fenrir, ein Hit, 2, holt sich noch hier, 2, wunderbar gemacht. Also ein Triple-Kill für Hani, das hätte ich nicht gedacht. Da hat Vici Gaming, waren sie doch ein bisschen zu optimistisch, aber jetzt versucht er hier noch was zu machen. Keine Remnants übrig und ja, er kriegt sie nicht durch, er hat keinen Basher. Schade, schade, schade. Super Reaktion von Super.
Ja, das beste Item gegen einen Slark ist doch wohl im Endeffekt ein TP, wenn er keinen Basher hat, ne? Yep. Kann man immer mal wunderbar rausgehen. Aber um nochmal auf den Fight zurückzukommen, ich persönlich muss sagen, hat wundervoll gemacht von Hani, hat das Beste noch rausgemacht und da sehen wir auch wieder die Kraft und die Stärke von dem Organem Scepter auf dem Helden. Der Cleave erstmal, der Damage, das ist unglaublich, wie viel der hittet und hat auch dadurch, ne, hätte das Arganims nicht gehabt, hätte der niemals im Leben die drei Helden da bekommen. Zwar sind sie mit einem 4 für 3 ins Negative gegangen, aber trotzdem noch das Beste aus der Situation gemacht. Well played, definitiv gut gespielt. Ja, auf alle Fälle. Also Fnatic hat da nichts an dem Tier 2 Tower an Schaden irgendwie gemacht. Das Ganze war wirklich nur All-Out-Teamfight. Und keine Ahnung, also Vici wird jetzt hier weitermachen, holen sich noch den letzten Tier 1 Tower hier wahrscheinlich in der 19. Minute irgendwann mal drum. Und wie gesagt, Fnatic nicht so richtig in der Position, das Ganze zu contesten. Das ist das größte Problem. Sie können jetzt natürlich einen Tier 1 Trade machen. Hane jetzt hier, lass mal noch ein schöner Toss auf die Creeps, aber der Tier 1 Tower, da ist die Cliff angewendet, aber sie sind einfach so schnell, das gibt Vici einfach die Zeit, jetzt noch zu rotieren. Da ist. Oh, Excalibur geht rein auf Seiler hier, versucht jetzt was zu machen. Relocate. Und Relocate kommt oben drauf. Stitche fliegt. Und oh mein Gott, das Ultimate schafft's auch nicht mehr. Da kommt noch das zweite Projectile. Da kommt jetzt noch Concussive Shot. Alles kommt rein. Schöner Blink. Aber die brauchen. Oh, Pounce trifft nicht. Sie verfolgen ihn immer noch. Aber jetzt, Trixie hat der ganzen Sache ein Ende gesetzt. Mit dem schönen Stun direkt vors Gesicht. Und den Tower haben sie auch noch gekriegt. Bottom Lane ist down gegangen. Wer hat eigentlich den Last gekriegt? Honey. Einfach nur Dire Seite. Nein, Honey nicht. Okay. Dann, nein, hat einfach Creeps haben's gekriegt. Kein Lasset für Hani. Wundervoll wieder, ne? Haben oben den Tower bekommen, aber gleichzeitig hat Fnatic unten den Tower bekommen und den Lycan getötet. Ja, und jetzt holen sie sich noch einen schönen Stack hier. Das heißt, Hani wird hier wieder auf AC gehen. Diesmal BKB. Direkt auf kein BKB. Obwohl ich jetzt zum Beispiel fände ich das BKB vor allen Dingen Tidehunter, ein Ember Spirit. Tidehunter, Ember Spirit und Shadow Demon. Also BKB hätte ich da auf alle Fälle als guten Kandidaten gemacht. Aber nichtsdestotrotz, hier kommt ein 4-Mann-Smoke von Vici. Die Frage ist, finden sie was? Hani wäre alleine. Wenn der über den River gegangen wäre, ich weiß nicht, was ihn da gerade zurückgetrieben hat, aber es war gut, dass er zurückgetrieben wurde. Ja, auf alle Fälle. Und ja, sie suchen und suchen und suchen, aber na, sie haben noch noch ein paar Sekunden Zeit auf ihrem Smoke. Schauen wir mal. Wie gesagt, ist kein Tier 2 Tower. Jetzt kommen ja noch ein paar schöne Wards raus. Ganz aggressive Wards hier am Secret Shop. Warum nicht? Damit sehen sie einiges, aber nichtsdestotrotz, das sind 100 Gold und eine ganze Menge Farm-Uptime. Gehen da erstmal hier die Gosse-Runde sozusagen. Und gleichzeitig haben wir einen Smoke von Fnatic. Rushan. Fnatic hat auch gesmoked mit Big Daddy hat gesmoked, Trixie und Fly sind alle drei gesmoked. Und ja, ich denke, dass die gerade ausscouten. Die Roshan, du siehst die beiden an der Roshan-Pit. Jetzt gerade Trixie, ja, Blink auf ROTK. Ah, aber da sind wieder Shadow Demon. Einfach nur ein bisschen Schaden. Alleine. Jetzt aber noch kein Demonic Purge, einfach nur Soulcatcher. Und aber Tidehunter versucht da jetzt reinzugehen. Da kommt der Gasse Shot Sitcher direkt auf den Tidehunter und. Ja, das ist mehr oder minder einfach nur ein Stand-off, aber in der Zwischenzeit natürlich Hani mit dem Relocate sucht eine ganze Menge Schaden zu machen auf den Tower, aber die Radiant Cliff wurde angewendet, das heißt da, aber in der Zwischenzeit Fly, oh Fly gegen Mirana und FY holt sich hier den easy Solo-Kill, 15-15 jetzt und naja, schauen wir mal, ob Hani und Whispies hier weitermachen. Als Defense wäre halt Seiler da, aber alleine kann er halt auch nicht so viel machen, außer mit seinem Ultimate dann wegrennen. Und in der Zwischenzeit, naja, Vici sagt, okay, gehen wir mal durch die Mitte, aber also sie, werden nicht pushen ohne Seiler. Also ich denke, sie pushen die Lane aus und werden vielleicht auf dem Roshan-Attempt aus. Oder sie warten bis Fnatic aggressiv, wie gerade vorgeht. Oh, jetzt hier schön Soulcatch Disruption und der Arrow, diesmal trifft er und das ist ein Easy-Kill auf Excalibur. Und sie versuchen noch oben drauf No-Tail zu kriegen, kriegen sie auch. Und jetzt, naja, oh, das ist eine ganze Menge Schaden auf FY. FY geht wenigstens down, aber Demonic Purge auf Trixie. Jetzt wieder Double, oh, Titaner geht down. Und jetzt natürlich versuchen sie das Ganze umzudrehen. Kein Stun mehr, aber Concussive Shot in 5 Sekunden, aber wieder. Sehr schöne Chains halten beide in Position. Das ist jetzt das vierte Stack. Das fünfte ist noch Irren oben drauf. Jetzt kommt noch Big Daddy's Heal. Remnant verfolgt ihn. Kriegt es aber nicht mehr durch. Aber jetzt, oh, jetzt muss er aufpassen. Die Avalanche verpasst er. Und mit Slider Fist holt er sich den Kill. Das ist im Prinzip. Wo hat der Big Daddy denn relocated? Hast du den Relocate gesehen? Ja, keine Ahnung, wo der hingeht. Aber er wird auf alle Fälle gefunden, weil keine Creeps irgendwo in der Nähe sind. Also er hat ein großes, großes Problem. Jetzt, ja, da geht er down. Full. Teamwipe auf Fnatic. Das ging richtig, richtig nach hinten los. Super Initiation für VG. Ja.
haben sie gut gemacht. Vielleicht wird er auch noch Roshan jetzt contestet. Ich denke, ja, werden noch drauf gehen. Der hat einen Vladimirs, der Lycan hat einen Level 3 Necro, also kann den Roshan da ganz easy peasy soloen. Schade für Fnatic. Ich weiß nicht, ob das so gut war da mit drei Helden als... ja, sie wollten halt weiterfighten, obwohl ihr Farming Hero schon tot war. Excalibur wurde da so gut gefunden und... Nein, jetzt kommt der Buyback hier auf Arrow, Honey. Auf Excalibur. Ich kann das nicht glauben. Absoluter Wahnsinn. Zwar super Hoofstorm, aber instant 2 down hier für Fnatic. Und jetzt muss Trixie sich auch noch zurückziehen. Der Gush ist da in einer Sekunde. Kommt aber nicht raus. Sie wollen Roshan finishen. Auch wenn Hani sich zurückgekauft hat. Das ist am Ende nur Goldverlust. Und Vici wird, obwohl sie hier auf der Radiant-Seite sind, Roshan beenden. Und das ist natürlich ganz schlechte Nachrichten hier für Fnatic. Also sie verlieren so ein bisschen die Kontrolle über das Spiel derzeit. Ja, Excalibur hat auf jeden Fall riesengroße Fehler gemacht mit dem Arrow Bait, hat den Arrow absichtlich gefressen, weil er gedacht hat, okay, ich kann da Hat Dark Impact Removal gehabt. Genau, aber das Problem in der Geschichte gerade war die Double Damage und die Searing Chain perfekt gesetzt von Super. Ja, hat Skywrath und Slark, Entschuldigung, hat beide erwischt und dann noch Double Damage, Searing Chains, Slate of Fist after und hat halt beide easy peasy gefinished. Hanis Buyback danach, fragwürdig finde ich auch, wie du schon gesagt hast, nicht mehr machen, beide Helden waren tot und ja, einfach bitter gelaufen, ein bisschen falsches Decision Making. Und es wird noch bitterer, also die Pille, die ist wirklich noch nicht im Magen, die ist noch so richtig am, naja, runterschlucken sozusagen. Ne? Die steckt ja im Hals fest, weil Tier 2 Tower wird hier auf alle Fälle auch noch fallen. Es sind zwar alle 5 von Fnatic, aber jetzt ein Relocate hier, damit sie versuchen, Tidehunter zu kriegen. Ravage wäre da, aber sie wird die nicht anwenden. Schön, das ist natürlich sehr gut. Das ist, naja, sie können ein bisschen Split-Push machen, aber Cliff wurde angewendet hier und jetzt müssen wir mal schauen. Der Arrow trifft aber nicht natürlich, weiter. Aber... Okay. Aber das ist was Fnatic jetzt halt auch machen muss. Die brauchen jetzt Pick-Off. Oh, Stampede, wird das was? Lag auf Ember Spirit, benutzt sein Shadow Dance, bringt aber nicht. Ulti ist von. Schönes dann. Wundervoll, Hani springt rein, Toss Avalanche, was für ein Schaden. Super bringt derweil, Slark zur Strecke, Hani wird, nicht Hani, sondern der Lycan wird disrupted, defensive, auch gerettet, wundervoll gespielt vom Shadow Demon. 1-1 Trade, weil der Tidehunter davor gestorben ist, Slark gestorben. Leider nicht viel gebracht, Excalibur-Slag funktioniert hier einfach nicht. Er trifft seine Pounces nicht und sie haben auch den Lycan nicht gekriegt. Super Defensive Disruption da. Das letzte Projector hier vom Skywrath Mage hat ihn noch verfolgt. Arcane Bolt ist aber einfach viel zu langsam gegen einen Lycan in Shapeshift-Form. Das ist das größte Problem. Also am Ende ein 1-1 Trade, aber Herrgott, also Excalibur muss hier wirklich bald was finden, ansonsten endet die ganze Sache richtig böse. Ist auch so, also ich finde seine Entscheidungen gerade in diesem Spiel, im letzten Spiel viel besser, in diesem Spiel fragwürdig. Also da von hinten mit Dark Impact direkt in 4 Leute reinzulaufen und dann versuchen den Ember rauszuholen, das ist ein bisschen zu manly, würde ich sagen. Also da doch lieber mit dem Team versuchen, wir hatten ja einen Pick-Off, der Tidehunter war nicht da, Tidehunter war tot. Ja, und hätten sie vielleicht versuchen können, besseres Positioning da rauszuholen und die zu flankieren. Vielleicht nicht von hinten, sondern einfach von der Flanke mit 2 Leuten da reinzugehen. Aber haben sich gegen entschieden und ja, dementsprechend ist das nichts geworden. Item Progression, die sehen gerade Lycan, BKB und auch Hani. Hani, wir haben ja gerade eben angesprochen, Hani hatte die Plate Mail, vielleicht Casual Plate Mail, sah nicht so aus, hat sich aber auch direkt für den Black King mal entschieden, weil du siehst, die Power, die haben mit dem Ravage, mit dem Shadow Demon, das zerstört die momentan. Absolut, und das bedeutet natürlich auch für Fnatic, die letzten Outer Towers sind down, das heißt, der nächste Schritt für Vigi wäre auf alle Fälle, dann Morden High Ground zu gehen. Nicht? Also du hast jetzt quasi keine Tier 2 Tower mehr, nichts mehr, komplette Map Control konnte Vigi. Und sie haben noch Aegis, das kommt noch oben drauf, richtig. Das heißt, sie sind wirklich in der Position, wo sie was machen können. High Ground. Ja, High Ground ist wirklich das nächste Ziel, Necro 3 ist ready, Wölfe, sie fangen schon an, hier eine ganze Menge Schaden auf die Tower zu machen, einfach nur mit Wölfen und so weiter, das war noch alles ohne Hau. Die Cliff ist wie gesagt down, das heißt Fnatic muss hier defenden oder der Tier 3 Tower wird sogar mit Slow Siege down gehen. Ja, wird auch gerade gesieged, ich denke ROTK gush gerade auf den Tiny. Oh, jetzt gehen sie rein, BKB und sehr schönes Ravage. Oh mein Gott, Hani zerschmilzt, dasselbe mit Fly und jetzt ist Trixie das nächste Target.
Das sind drei schon mal down, vier down und jetzt ist es nur noch Excalibur. Der findet sich jetzt erstmal in Chains, muss zurückgehen. Das bedeutet also mindestens eine Rex, wenn nicht sogar zwei. Wie gesagt, müssen wir uns mal die Buybacks anschauen und da ist nicht viel übrig. Wie gesagt, Hani hat Cooldown, weil er es einmal verschwendet hat um den Roshan drumherum. Und Excalibur kann hier gar nichts machen. Er muss einfach zuschauen, wie die Gebäude runtergehen. Und hier, sie machen sich überhaupt nichts aus der Range Rex. Wer braucht Range Rex? Du willst einfach nur den nächsten Tier 3 Tower und in die Midi Rex. 8 Sekunden bis zum nächsten Hero. Und schöner Arrow auf Excalibur. Der stirbt jetzt auch noch. Ich denke, damit haben wir im Prinzip unser GG. Das kommt noch nicht raus von Fnatic. So, versuchen wir es vielleicht noch auf die letzte Rex zu hoffen, die da defended wird, aber ich denke, VG Gaming wird der ganze Sache jetzt hier noch einen Schlussstrich unterlegen. Wir haben ein Buyback auf, nein, es lag 150 Gold. Werden sie weitergehen? Ja, sie gehen, nö, die Range Rex, wird derweil einfach mal rausgenommen. Oben der Wisp bereitet sich schon mit den Wisp, mit seinen kleinen Wisps vor, reinzugehen. Sie warten nur noch auf Tiny, dass er zurückkommt. Eine Rex im Endeffekt, wir wissen alle, wie Tiny das nur umdrehen das kann, aber ich denke, hinten losgehen. Ja, das Angel ist noch für eine Minute und jetzt geht Trixie geht rein, hier ist das dann auf Sylar. Sylar wird jetzt hier runter genuked, aber wie gesagt, Trixie kriegt noch den Arrow. Honey, jetzt alles gezündet, BKB, aber Defensive Disruption jetzt Sylar. Zieht hier einfach durch, muss sich zurückziehen und ja, jetzt kommt die Ravage Fly, ist da und damit haben wir, denke ich, unser GG. Jetzt kommt noch ein schönes Relocate, oh mein Gott, und Trixie wieder rein, wieder tot. Hani wird jetzt gleich noch hinterher folgen, Excalibur, wie gesagt, diesmal schafft es sogar mal in sein Shadow Dance, aber neben ihm geht einfach mal Notate down und damit muss GG rauskommen. Das wären die letzten Rex, Mega Creeps und damit holt sich Vici hier das zweite Spiel, 1-1 steht's. Interessant, auf alle Fälle interessant das Spiel. Diesmal hat Fnatic mit ihrem Mirror Match das Ganze nicht durchgekriegt. Und bevor wir lange reden, danke fürs Einschalten. Spiel Nummer 3 wird dann bald kommen. Mein Name ist Heflamok und mit mir castet Alaria. Wenn euch gefällt, was wir machen natürlich, dann folgt uns hier auf Facebook und Twitter. Da habt ihr natürlich nicht nur die deutschen Channels, sondern natürlich auch unsere englischen Channel, wo wir viel, viel öfter online sind. Und ja, ansonsten, dort kriegt ihr immer die News. Gebt uns ein Follow hier auf dem Channel. Wir versuchen in der nächsten Zeit immer noch mehr deutschen Cast aufzubauen für die großen Events. Und mit eurer Unterstützung funktioniert das Ganze auch. Ich schalte euch wieder rein in den direkten Live-Feed aus dem Stadion, damit ihr nichts verpasst. Und dann sehen wir uns wieder in Spiel Nummer 3. Bis gleich.